Da ist der Wehofner wieder zurück. Moin, moin, Leute. Ja, die Felder des Todes haben wir gestern oder vorgestern, je nachdem, wie ihr seht. Für mich ist es vorgestern, seitdem ich das Video aufgenommen habe. Für euch ist es heute, wo ihr es zu sehen bekommt. Ja, die Felder des Todes haben wir erfüllt, haben wir erfolgreich abgeschlossen, in einem Rutsch sogar. Ja, das nächste kommt jetzt auch, Mission 7. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ja, also dann, meine Freunde, viel Spaß beim der 7. Mission mit dem Wehofner. Ich frage euch nun, welche drei Dinge machen die Föderation zu einem mächtigen Gegner? General, es sind ihre natürlichen Ressourcen, ihre Wirtschaftskraft und ihr wissenschaftliches Wissen. Gott, warum? Die Antwort liegt in ihrem politischen Geschick. Sie hat erfolgreich zahllose Welten verschiedener Völker geeint, ihre Ressourcen geplündert, ihre Technologien assimiliert und ihren Reichtum an sich gerissen. Dies ist ihre Stärke und auch ihre größte Schwäche. Ihre Größe ist schwer zu verteidigen, ihre Ressourcen sind in Raum und Zeit verstreut und ihr politisches System umständlich. Diese Völker wurden nicht durch natürliche Eroberung Teil der Föderation, sondern durch Diplomatie. Dies ist auch der Schlüssel, der die Föderation zu einer brüchigen Einheit macht. Eine Einheit, die bald zerfällt. Im Krieg ist es Sitte, jeden Vorteil zu nutzen. Durch die erfolgreiche Aufstellung der mobilen Basen können wir tief in das Territorium der Föderation vordringen. Vor euch seht ihr eine taktische Anzeige des andorianischen Raums. Ihr könnt alle wichtigen, günstigen Ziele angreifen. Es gibt nur eine Einschränkung. Greift keine anderen menschlichen Ziele außer den Schiffen der Sternenflotte an. Die Andorianer werden denken, diese Angriffe seien Vorboten unserer Eroberung ihres Raums. Sollen sie das nur glauben? Das verursacht einen politischen Rückschlag, der die Sternenflotte zwingt, ein strategisch unwichtiges Gebiet zu sichern. Dies und die entlang der neutralen Zone stationierten Ressourcen bedeuten eine Schwächung der Föderation. Seid blutig, kühn und fest. Nach jeder neuen Schlacht heulen neue Witwen und neue Waisen schreien. Jammern sollen sie beim ersten Anblick ihres eigenen Blutes. Hört her, ihr milchgesichtigen Welpen! Unsere Späher haben einen schweren Konvoi im SOM-System entdeckt. Dieser Konvoi befördert Nachschub für eine andorianische Produktionsanlage auf Ypres 3. Wir greifen den Konvoi an und schalten ihn aus, bevor wir selbst unseren Weg in Richtung Ypres-System fortsetzen. Kadett Tolek, deine Gruppe bleibt getarnt, bis der Rest der Angriffsgruppe die Geleitschiffe angegriffen hat. Gebt die Tarnung erst auf, wenn wir sie von den Frachtern weggelockt haben. Schaltet dann die Frachter aus. Ich möchte, dass kein einziger entkommt. Wenn du das geschafft hast, gesellst du dich wieder zum Rest der Angriffsgruppe. Wenn du deine Aufgabe schnell genug ausführst, gibt es vielleicht noch einige Krümel, an denen du dich weiden kannst. Jetzt sabbert nicht wie ein Rudel tollwütiger Targs und begebt euch ins SOM-System. Okay, dann fliegen wir ins SOM-System. Gucken. Sir, die Flotte setzt zum Warpsprung an. Sir, unsere Geleitschiffe formieren sich. Koordinaten erhalten! Kurs gesetzt, Sir! Na gut, dann... Volle Kraft voraus! Erstmal weg hier von der Basis, bevor wir gegenwarpen. Und jetzt auf die Plätze fertig und ins SOM-System. Und mit Warp 7. Und weg hier! Ich glaube, wir sind die Einzigen, ne? Weil ich sehe keinen Geleitschutz. Oder sind die schon weggeflogen? Ja, mal gucken. Ha, so, wir spielen die zweite Blind-Mission.
Ein Viertel Impulsenergie. Wir fliegen schon mal in deren Richtung. Wir sollen ja erst hinfliegen. Moment. Ich glaube, wir fliegen mal ein bisschen um den Mond rum. Nicht, dass nachher unsere Leute noch zerschellen. So, wir müssen diese Schiffe... Na, die Lexington. Also wir müssen die drei Frachter angreifen. Volle Kraft voraus. Verstanden. Aber erst nachdem die Flotte weggeschickt haben. Wir fliegen uns... Aber wir können es ja schon mal ranwarpen. Die haben ja gesagt, wir sollen die Tarnung erst aufgeben, wenn sie die Föderationsschiffe weggelockt haben. Ein Viertel Impulsenergie. Mal gucken, scannen wir die Dinger nochmal. Sir, dieses Schiff verwendet noch veraltete Sicherheitscode, die wir schon entschlüsselt haben. Wissenschaftsoffizier, Scanner aktivieren. Erhalte Scannerbericht. Ich glaube, ich kann seine Sicherheitssysteme umgehen und direkt auf die Datenbanken zugreifen. Na, dann mal hinterher, wa? Da ist nichts Ungewöhnliches am Schiff. Korrigiere. Das Computerlogbuch zeigt, dass das Schiff eine Relaiskuppelung aus dem IPRES-System transportierte. Offensichtlich gibt es ein Kommunikationsrelais, das die Verteidigungssatelliten um IPRES 3 steuert. Wenn wir das Satellitenrelais zerstören, kann die automatische Verteidigung des Planeten verbündete Schiffe nicht mehr von gegnerischen unterscheiden. Die sind da drin im Gasriesen, oder was ist das? Ja, holla die Waldfee. Kommunikation. Weise den Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Auf deinen Befehl! Na dann mal los. Volle Kraft voraus. Die fliegen da echt rein? Oh oh. Das wird ja lustig werden, Leute. Wissenschaftsoffizier, Energie erhöhen für die Sensoren. Bitte. Mehr Energie. Was ist das denn schon wieder? Ah, Leute. Also irgendein Gerät hier nervt mich. Volle Kraft voraus, ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Ja, super. Schaden durch atmosphärische Reibung, Sir. Super. Wie soll man denn da die Frachter finden? Hallo? Ich sehe einen. Also müssen wir die Waffensysteme aktivieren. Alle Waffen aktivieren. Auf deinen Befehl. Verdammt, wir können doch nicht schneller fliegen. Volle Kraft voraus. Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Okay, ich werde meine Energiezuteilung ändern. Energiezuteilung aktivieren. Unverzüglich, Sir. Na super. Wir können auch nicht schneller fliegen, weil die Ingenieur, Reparatur, vier Rumpf. Reparatur muss da durchführen. Unverzüglich, Sir. Was ist denn da passiert? Toll, wir können nicht schneller fliegen. Ich glaube, den treffen wir, wa? So, vorderer Schild nur zu 50% aktiv.
dann... Oh, vorderer Schild gibt nach! Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Verdammt, wie soll man den Rest so finden? Von wegen, wir locken die Gruppe weg und dann greift an. Ja, nee, ist klar. So, unterer Schild nur zu 50% aktiv. Ich krieg grad einen Hals. Reparaturmuster durchführen. Ich glaube, Schilde sind Kampfsysteme, oder? Vorderer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Na super. Volle Kraft voraus. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir fliegen etwas schneller. Sagen dem Ingenieur, er soll die Rümpfe reparieren. Reparaturmuster durchführen. Unverzüglich, Sir. Sir, unterer Schild gibt nach. Verdammt, hier explodiert doch andauernd irgendwas. Sir, oberer Schild nur zu 50% aktiv. Wir halten Berichte zu den Opfern unter der Crew, Sir. Hier geht gerade alles irgendwie den Bach runter. Also irgendwann ist doch hier im Arsch. Unterer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Hallo? Krankenstation, Notfall. Medizin. Vorderer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Sir, Backbordschild nur so 50% aktiv. 35.000 ist der von mir entfernt? Sir, oberer Schild gibt nach. Wir haben ein Geleitschiff verloren. Ja, wunderbar. Wir haben ein Geleitschiff verloren. Noch wunderbarer. Okay, Leute, wir müssen die Mission nochmal neu machen, so wie es aussieht. Volle Kraft voraus. Sir, Steuerbordschild nur zu 50% aktiv. Rumpf in ernster Gefahr, Sir. Oberer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Sir, Backbordschild gibt nach. Hat keinen Zweck. Oberer Schild nicht mehr aktiv, Sir. Hat keinen Zweck. Es werden Opfer auf allen Decks gemeldet, Sir! Sir, wir erleiden umfangreiche Rumpfrisse auf allen Decks! Backbordschild nicht mehr aktiv, Sir! Die erledigen sich ja alleine! Steuerbordschild gibt nach! Vorderer Schild nicht mehr aktiv, Sir! Dann machen wir es anders, jetzt parken wir hier. Aber unsere Leute sind, unser Gleitschiff ist, tot, unser Gleitschutz ist vernichtet. Ich mach's nochmal, Leute. Das kennen wir. Hört her, das kennen wir auch. Wir machen's jetzt ganz anders. Wir tarnen uns. Brücke. Sir, die Flotte setzt zum Warpsprung an. Eins, Sir, zwei, Schiffe formiert. Höchstgeschwindigkeit und wir greifen dann sofort an. Also ihr habt gesehen, an dem Gasriesen rumzustochern, das bringt nichts. Also Angriff und gleichzeitig ein Schiff scannen, alles klar. Kommunikation. Weise den Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Machen wir. Volle Kraft voraus. Wie war das jetzt nochmal? Wissenschaft? Wissenschaft? Zielscan. Dieses Schiff verwendet noch veraltete Sicherheitscode, die wir schon entschlüsselt haben. Wissenschaftsoffizier, Scanner aktivieren. Die Sensoren haben zusätzliche Informationen ergeben. Ich glaube, ich kann seine Sicherheitssysteme umgehen und direkt auf die Datenbanken zugreifen. So, dann greifen wir die mal ein bisschen an. Da ist nichts Ungewöhnliches am Schiff. Korrigiere. Das Computerlogbuch zeigt, dass das Schiff eine Lekuppelung aus dem IPRES-System transportierte.
Offensichtlich gibt es ein Kommunikationsrelais, das die Verteidigungssatelliten um Ypres 3 steuert. Wenn wir das Satellitenrelais zerstören, kann die automatische Verteidigung des Planeten verbündete Schiffe nicht mehr von gegnerischen unterscheiden. Kommunikation? Weise den Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Mach das fertig. Das Backbordschild nur zu 50% aktiv. Ein Viertel Impulsenergie. Feuer! Verstanden! So, die machen wir fertig. Und wie es meckert gleich einer im Bericht. Ich hätte mich den Anweisungen widersetzt. Kommunikation. Sir, oberer Schild nur zu 50% aktiv. Verdammt! Oberer Schild nicht mehr aktiv, Sir! Den müssen wir jetzt hinterher. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe nur, unser Geleitschutz fliegt uns jetzt nicht hinterher. Die ist gerade aus dem Warp gekommen. Oh, jetzt flieg doch mal näher dran. Das hasse ich ja mit dieser Warp-Routine hier. Volle Kraft voraus. Verstanden. Wow, ist die groß. Macht sie fertig. Sie darf nicht in den Gasriesen eintauchen. Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Volle Kraft voraus. Ja. Kommunikation. Weise den Geleitschutz an, sich zu formieren. Okay. Enttarnen, na los, genau. Also im Gegensatz zu dem, was uns unser Offizier gesagt hat, wir nicht angreifen, bis wir die Schiffe weggelockt haben. Tja, ihr habt gesehen, wir müssen angreifen. Oh, die... Wir haben ein kleines Problem. Die sind uns gefolgt. Müssen wir da jetzt mitmachen? Wer ist das denn alles? Föderationsschiffe lahmlegen. Gehört das jetzt hierzu? Müssen wir jetzt hier mitmischen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie konnte ich nochmal... Was habe ich getan gestern, um mir nochmal die Mission anzeigen zu können? Missionsziele? Sagen die mir nicht. Muss ich jetzt hier mitmischen? Ja oder ja? Wir sollten ja nur die Frachtschiffe angreifen, ne? Ich würde ja schon mitmischen. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wir fliegen nach Zypris mal weiter. Ah, ja. Zypris und Warp 7. Sir, jetzt aus der Angriffsgruppe auszubrechen wäre eine direkte Befehlsverletzung. Wenn wir damit fortfahren, scheitert unsere Mission. Jawohl, okay. Sir. Das habe ich mir fast gedacht. Also mischen wir mit. Kommunikation. Weise den Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Auf deinen Befehl! Kommunikation. Weise den Geleitschutz an. Drei Viertel Impulsenergie. Ein Viertel Impulsenergie. Ich würde sagen, wir nehmen das Schiff, was genau bei uns ist. Ein Schiff, der keine Ahnung, was für eine Klasse.
Wo ist sie denn? Wow! Sir, oberer Schild nur zu 50% aktiv! Willst du mich verarschen? So, erstmal den Shuttlehanger abschießen, oder falls das Ding so was überhaupt hat. Ach, das ist das kleine... Das ist diese kleine... Was ist das hier? Ein Aufklärungsraumschiff, ne? Feuer! Also wir müssen tatsächlich mitmischen. Ich liebe es, wenn die Missionsziele nicht so eindeutig formuliert sind. Hm? Was war da? Ah ja, wieder so ein Grafikbug hier. Kommunikation. Das nehmen wir auch noch. Geleitschutz an, meine Ziele anzugreifen. Auf deinen Befehl. Ein Viertel Impuls. Hallo. Drei Viertel Impulsenergie. Hm. Verstanden. Also irgendwie irritiert mich dieser Gasriese ein bisschen. Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Feuer. Die hat keine Schilde mehr. 2, 4, 7. Geschwindigkeit am Ziel angleichen. Verstanden. Komm, mach mal ein Photontorpedo klar. Nicht dran vorbeischießen. Komm, 4% Rumpf. 0, jetzt mach doch mal einen kleinen, jawohl, Explodierer. Da mischen wir noch ein bisschen mit. Die ist auch schon Geschichte. Ja. Und wohin jetzt? Sir, wir werden von Colonel Pocktal gerufen. Frequenz öffnen. Es wundert mich, dass ihr geifenden, missratenen Targs immer noch lebt. Aber die Mission ist noch nicht vorbei. Unser nächstes Einsatzziel ist die Bombardierung des Planeten Ypres 3. Dieser Planet ist eine schwer befestigte andorianische Welt, geschützt durch Verteidigungssatelliten und Antimaterieminen. Nach Ausschaltung der Planetenverteidigung hat Kadett Torlek die Ehre, die Ziele an der Oberfläche zu bombardieren. Oh. Versage bei dieser simplen Aufgabe nicht, Torlek. Du darfst ausschließlich nichtmenschliche Ziele zerstören. Also, ich habe meine Kiste Blutwein mit Ausbilder Kmak gewettet, dass ihr zahnlosen Quarlings bei diesem nächsten Angriff kläglich versagen werdet. Enttäuscht mich nicht. Jetzt tarnt euch und ab mit Warp zu eurem nächsten Einsatzziel. Pocktal Ende. Alle gegnerischen Kriegsschiffe sind zerstört. Okay, wir tarnen uns. Koordinaten erhalten! Gruß gesetzt, Sir! Sir, die Flotte setzt zum Warpsprung an. Was du nicht sagst. Nein, jetzt gehen die Tasten wieder nicht. Ach nee, ne? Ich würde ja mitwarpen, aber hier tut sich überhaupt nichts an Tastaturen. Ich muss mal kurz das Spiel eben mal wechseln. Bis gleich. Oh, nee, ne? Und das gibt's doch nicht. So, wieder das Übliche. Die normalen Tasten funktionieren, aber die Tasten 1, 2, 3 und Taste nicht gesehen gehen nicht. Auch die Tasten am 10er-Block nicht, Plus und Minus. Ah doch, die gehen. Ich will raus aus dem System hier. Ne, Plus geht nicht, geht nur die Minus-Taste. Doch, Plus geht auch. Ich würde sagen...
Ich beende kurz die Aufnahme und mache wieder weiter, wenn die Tasten wieder gehen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt gehen sie wieder. Keine Ahnung. Ich musste mich eben enttarnen und dann mal eine Waffe abfeuern. Keine Ahnung. Also diese Bugs habe ich erst seit Windows XP, damals unter Windows 98, lief's noch. Für dieses System ist das Spiel ja ursprünglich programmiert worden. 98, Windows 95. Ich meine, unter Windows 2000 hatte ich die Probleme auch schon. Okay, wir fliegen aus dem System nach Ypres. Höchste Warp-Geschwindigkeit. So, bin mal gespannt. Planeten bombardieren. Wie funktioniert das überhaupt? Habe ich noch nie gemacht. Was müssen wir jetzt überhaupt machen? Ich weiß, wir haben Satelliten im Orbit. Space Mine, Space Mine, Space Mine. Defense-Satelliten, ach du heilige Kacke. Was ist denn hier los? Defense-Satellit, komm Satellit. Mal eben gucken, wo sind eigentlich unsere Schiffe hin? Ach, ich sehe sie. Wir fliegen da mal hin. Müssen wir da jetzt mitmischen? Komm, Satellitenrelais. Volle Kraft voraus. Müssen wir das nicht zerstören? Ich fliege da jetzt mal hin. So, das sind nämlich die Daten, die man uns in der letzten Mission gesagt hat, als unser Wissenschaftsoffizier. Die Frachter gescannt hat. Ein Viertel Impulsenergie. Enttarnen und feuern. Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Ich würde sagen, wir mischen hier mal ein bisschen mit. Tja, das sind doch ein bisschen gut ausgestattete Relais. Nicht so wie normale Minen, einfach so dreimal draufhauen und kaputt ist es. Sir, eine Gruppe von gegnerischen Kriegsschiffen ist im System angekommen. Moment mal. Föderationsschiffe? Kommunikation. Weise den Geleitschutz an. Meine Ziele anzugreifen. Volle Kraft voraus. Na, dann greifen wir mal an, ne? Was ist das für ein Schiff? Wow! Ist das ein Schiff der Ulysses-Klasse? Das große Schlachtschiff? Oder was ist das? Also auf jeden Fall ein großer Brocken ist es auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir nehmen auf die Fortschritte. Alle Waffen zielen. Wir machen mal die fortschrittliche Waffe kaputt. Joschka Fischer. Ein Viertel Impulsenergie. Uiuiuiuiuiui. Und wie ich dafür alleine gegen das Ding kämpfen, dann hau ich jemanden.
das ist ja eigentlich kein... Ah, oh, zum Glück haben die Föderation so ein Ding wirklich nicht bei Star Trek. Ich sage, das größte Schiff, was ich jemals gesehen habe, so in der Star Trek-Serie, war ein Schiff der Excelsior-Klasse. Aber ich darf mich auch irren. Feuer! Ja, wenn das Ding so weiterfliegt, dann ist ja gut. Den mal den Rumpf aufschlitzen. Ja, das kann Jahre dauern. Oh, die brennt ganz schön. Drei Viertel Impulsenergie. Mal ein bisschen schneller hinterher fliegen. Ein Viertel Impulsenergie. Verstanden. Also wenn die uns rammt, dann ist Holland in Not. Ein Viertel Impulsenergie. Nicht rammen, nicht rammen, nicht rammen, nicht rammen, nicht rammen. Ich bin doch ganz artig. Wenn der wüsste. Volle Kraft voraus. Verstanden. So, ich bin jetzt mal ein bisschen stiller, was kennt er ja schon von mir. Genießt einfach mal den Kampf. Ein Viertel Impulsenergie. Wenn sich das Ding jetzt nach uns ausrichtet und sich dann mit, und dann uns mit den Photon-Torpedos trifft, heilige Makrele. Weil die Photon-Torpedos haben noch ein bisschen mehr Bums als die von so einem Schiff der Constitution-Klasse. Das Ding ist gleich Schrott. Weg hier! Nicht rammen! 50% aktiv! Oh, es hat uns gerammt. Schild nicht mehr aktiv, Sir. Ingenieur, bitte mal den Rumpf reparieren. Muss da durchführen. Unverzüglich, Sir. Krankenstation vorbereiten. Medizinischer Notfall. Wir müssen ein paar Wiederbelebungen machen. Was müssen wir dann machen? So, wie geht das jetzt mit dem Bombardieren der Systeme auf dem Planeten? Wir werden mal die Zielliste ändern und jetzt mal den Planeten anvisieren. Nee, das ist er nicht. Andorian Mine. Andorra Research Center. Was dürfen wir alles abschießen? Okay. So, mal gucken. Das müsste jetzt gehen wie auf ein Raumschiff, ne? Untersysteme? Warte mal, nein. 8 Untersysteme. Okay. Volle Kraft voraus. Habe ich bisher noch nie gemacht auf dem Planeten. Wie ich dann nachher unser Glück kenne, ist es auf anderen Planetenseite. Verstanden. Okay.
Das ist ja einfacher als gedacht. Wartet mal im 8. 2. Replikatoren? Replikatoren haben die damals schon gehabt? Okay. Wo ist das denn jetzt? Wartet mal eben. Wahrscheinlich auf der anderen Seite des Planeten. Ach da. Andere Seite des Planeten. Verstanden. Wir müssen aufpassen. Ihr seht schon, das ist die Planetenatmosphäre hier, Helle. Okay, also wenn die rot sind, sind die auf einer anderen Planetenseite. Gut zu wissen. Ausrichten und Feuer frei. Na gut, wir fliegen noch ein bisschen weiter näher. Näher ran, meine ich. Sir, Backbordschild nur zu 50% aktiv. Ja, ist mir schon klar. Und jetzt die Vulkanakademie. Müssen wir vernichten. Untersysteme. Okay. 2, 4, 1. Volle Kraft voraus. Weiter höher fliegen, weil Atmosphäre ist nicht so gut. Ihr wisst ja schon. Und dann sollten wir alle Ziele erfüllt haben. Okay. Volle Kraft voraus. Verstanden. Dann werden wir uns mal von dem Planeten etwas entfernen, weil wie ich unser Glück kenne. Kommunikation. Sir, wir werden von Colonel Weise den Geleitschutz an, sich zu formieren. Frequenz öffnen. Kadetten, wenn das, was ich sage, unverständlich klingt, dann deshalb, weil ich zu verblüfft bin, um klar reden zu können. Ihr habt alle eure Missionsziele zufriedenstellend gelöst. Kehrt jetzt zur Basis, zur Einsatzbeurteilung zurück. Alle gegnerischen Kriegsschiffe sind zerstört, Sir. Koordinaten erhalten! Kurs gesetzt, Sir! Was? Sir, die Flotte setzt zum Warpsprung an. Was ich gerade sagen wollte, ich will vom Planeten ein bisschen weiter weg, nicht dass wir dann genau in den Planeten reinwarpen. So, dann fliegen wir weg aus dem System, zurück nach Resten. Warp 7. Und beschleunigen. Und die Mission haben wir geschafft. Juhu! Nach einem Neustart. Aber ich bin mit mir zufrieden. Und mit uns zumindest. So, wir sind da. Und? Yeah! Aber ich frage mich noch, sind wir noch im Simulator? Das sind jetzt auch mittlerweile echte Einsätze. Ich weiß es nicht. Weil sonst haben wir immer eine Nachbesprechung gehabt, aber die kommt automatisch nicht mehr. Gucken wir mal, Endbesprechung. Du hast deine Pflicht in den Systemen SOM und IPRES bewundernswert gut erfüllt. Ausgezeichnet gemacht, Kadett. Yeah! Statistik. Persönliche Siegkampfgruppen, juhu, Rangordnung erfahren. Bestanden, bestanden, bestanden. Ja gut, das war's für heute. Wir speichern und wenn alles gut geht, können wir das jetzt die nächsten paar Tage so machen. Immer mal so ein Stündchen Klingon Academy. Aber ich habe mir auch mal sagen lassen, angeblich sollen die Kämpfe später noch länger werden, so 2 Stunden oder sowas. Naja, das dann aber... Ich hoffe, bin mal gespannt, aber kann ich mir schon vorstellen.
wenn die Kämpfe nachher anziehen und komplizierter werden. Gut, ich würde sagen, wir machen für heute Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Bis dann, euer Wejofner. Tschüss.